Ciao. Yo, what's up? What's up? Ey. Мы наваливаем бас. Купа так не любят нас. Tschüss Leute, willkommen zu einem Sommervideo. Heute mal mit. Warte mal. Heute mal mit mir und Kitty. Yeah. So rein. Hier. Also, was mache ich heute? Heute gehe ich ins Kino mit meinen Freunden mal wieder. Wir gucken Spider-Man Homecoming. Wird bestimmt toll. Also, wir sehen uns. Ach ja, und falls das Video später als am 16. Juli kommt, dann heißt es, dass ich ab jetzt hier immer auch kein Internet habe und keine Videos uploaden kann. Aber da ist, ihr eh schon seht, heißt es, dann, dass ich Internet habe. Und Grüße an Schubert. Way, meine Gruppe ist da. Way, Elias, alles steht nice. Way, RJ. Fuck Lai. Payam. Du willst Regisseur werden? Hm? Regisseur? Vielleicht, vielleicht. Ja, perfekt. Hm. Maxim. Anonym ja. Bleiben. Way, Jakob. Way, ja, Leon Stübi. Way! Okay, alle sind begrüßt worden. Nice. Thank you. Way! Wir sind jetzt bei der Bar. Hey, Anne. Hey, sag mal. Way! Hey, heute ist Cape Raid, ja? Hey! Way! Kiel mit der Michelle, was geht ab? Was geht? Jo. Andersrum, andersrum. Hey. Hey, du machst einen Vlog? Natürlich. Immer. Natürlich. Hey, darf ich zu Pamas was sagen? Komm, ich will mal kurz hin. Nein, 420. Hey. Oh, shit. Yes. Boah. Frankfurt, Zeil. Ja, ich weiß. Das ist von Zeil nach der Metropole, das ist lang. Ey, wir haben noch 6 Minuten, beeilen wir uns. Way, Frankfurt sauber. Super. Bayern, wie viel Zeit haben wir noch? 5 oder 4 Minuten. Way, der dritte Spider-Man kommt jetzt in die Leinwand. Der erste Spider-Man war ja Tobey Maguire. Da kam The Amazing Spider-Man, was nicht so gut war, und jetzt kommt der dritte. Mal gucken, wie der wird. Ui. Krasser Boy, gell? Der ist fast genauso wie du. Ja. Hey! Boah, so Schlangen mag ich kurze. Jetzt. Way, wir haben Karten. Passt, super. Yeah, Spider-Man Homecoming. Boy! Way. Kino 9. Soll das ein Witz sein? Die Hütte ist riesig. Ich habe schon größere gesehen. Hier drin ist ein Vogel. So, der Film ist vorbei und jetzt gucken wir mal, wie der Film so bei uns so lief. Hm? Wie war es für dich? Hm? Das ist richtig geil, aber die anderen Teile sind besser. Welche? Das mit Tobey Maguire oder der Amazing beide, Spider-Man? Beide sind besser. Beide? Glaubst du? Aber Homecoming war auch nicht schlecht, weil er war viel mehr Spider. Okay, und dann sag mal, wie viele Punkte, also bis 10? Also 8,3 bis 10. Immer diese Kommas. So, und ich gebe dem Film 8 von 10. 8 bis 10 Punkten. Alle sagen 8 von 10, also sage ich es auch, ja. Also 8 von 10 Punkten, weil... Also der Film war echt geil, aber der... Hat irgendwie so ein Quäntchen Action noch gefehlt. Ja, weil das war echt ein bisschen zu witzig. Weil er hat echt viel gelabert und hat es nie ernst genommen, so beim Kämpfen, der Spider-Man. Und das macht ihn auch aus. Ja, das macht ihn auch aus, aber nicht den früheren Spider-Man. Und die Story war nicht so gestanden, also die war nicht so gestanden. Die ging, deshalb 8 von 10. Ich gehe raus an Jan Schülke, der hat morgen Geburtstag am 16.07.2017. Der wird 16 Jahre. Grüße gehen raus. Von wem hast du es bekommen? Von Maxi. Das ist meins, das wäre geklaut. Ja.
meins, ja. Krasse Boy. Meins. Meins. Wir haben gesoffen und dumm. Yeah. Ja, und jetzt fahren wir jetzt alle nach Hause. Das war jetzt ein kleiner Vlog. Ich wollte nur was ein bisschen machen, weil ich bin jetzt zurzeit gerade inaktiv. Weil kein Geld mehr. Kein Geld. Und jetzt brauche ich wieder ein bisschen YouTube-Money, ja? Also. Und beim Spider-Man am Ende kam noch eine geile Szene. Okay, die war langweilig. Aber die zeige ich euch jetzt. Also viel Spaß. Hi, I'm Captain America. Here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier or student can have. Patience. Sometimes patience is the key to victory. Sometimes it leads to very little. It seems like it's not worth it. And you wonder why you waited so long. You seem to be so disappointed. How many more of these?